Schemenhaft deuten sich Augen an. Nasen, Münder, Wangenknochen. Wie stark lassen sich Gesichtszüge reduzieren? Was reicht aus, um ihnen Ausdruck zu verleihen? Mit Spachtel und Tiefdruckfarbe lässt Daniel Becker für seine Serie Niemand unzählige namenlose Porträts entstehen. Wie Fotografien auf Social-Media-Kanälen bilden sie eine anonyme Masse, entpuppen sich jedoch beim näheren Betrachten als Unikate. Im Endeffekt bin ich Kind. Ich habe ein Blatt Papier und irgendeine Farbe und ich probiere aus. Und das muss dann nicht immer die akademische Technik sein. Das ist auch gut, aber man kann natürlich auch gucken, was funktioniert eigentlich nicht. Öl und Wasser zum Beispiel. Also das stößt sich natürlich ab. Aber wie kann ich das nutzen? Und da wird es dann interessant. Also eigentlich ist es ein ständiges Experimentieren. Seit früher Kindheit zeichnet der Fürstenwalder Künstler. In der Jugend traten Graffiti und Straßenkunst wie ein großer Knall in sein Leben. Nach einer Ausbildung als Mediengestalter und einem Grafikdesignstudium in Potsdam arbeitete Daniel Becker unter anderem für eine Werbeagentur und verdiente Geld mit Karikaturen. In der Malerei spürt er Entstehung und Zerstörung von Schrift im öffentlichen Raum nach. Er fängt Momentaufnahmen eines wiederkehrenden Prozesses ein. Im Endeffekt ist es adaptiert von der Straße, wo Graffiti passiert, Poster geklebt werden, wieder abgerissen werden. Graffiti wird übermalt mit einer Fassadenfarbe, die nicht mehr ganz hinhaut, also die nicht mehr original die Fassadenfarbe ist. So entstehen immer komplett neue Farben und am nächsten Tag ist der nächste Sprüher da. Und diese raue Ästhetik, die versuche ich so ein bisschen in der Malerei einzufangen. Nicht zu kopieren, aber zumindest ja, so einen Eindruck zu konservieren. Becker arbeitet mit Lack, Schmirgelpapier und Wachs. Bei seinen Plastiken nutzt er Folien und Klebeband, um Schicht für Schicht Köpfe und Büsten zu formen. Er klebt, zeichnet, ritzt und malt nach Feierabend. Denn tagsüber arbeitet er in der Kunstgalerie Altes Rathaus, die zur Kulturfabrik Fürstenwalde gehört. Als Kurator schafft er anderen Brandenburger Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. Das ist ein Glücksgriff. Also anders kann man es eigentlich gar nicht erklären. Also der Beruf Galerist oder beziehungsweise der Job jetzt hier im Alten Rathaus, deshalb kannst du mich nicht treffen. Also ich hab die Arbeit vor der Haustür und die Arbeit ist im wahrsten Sinne des Wortes artverwandt. Also ich gehe zu Künstlern, ich beschäftige mich mit Kunst. Schöner kann es nicht sein.